Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu einem speziellen Video. Ja, wir haben 1000 Abonnenten überschritten und es hat einen Riesenspaß gemacht mit euch zusammen, was wir erreicht haben. Deshalb mache ich auch heute ein ganz besonderes Video. Bevor ich aber verrate, worum es darum geht, sage ich danke, danke, danke für eure Hilfe, dass ihr immer wieder dabei gewesen seid und mitgeholfen habt. Und danke auch an dich, Maggie von Auftrag Geschichte, Klappspaten TV. Du hast mir auch immer mal ein paar Tipps gegeben und warst sehr hilfreich. Deshalb vielen Dank auch an Florian, mit dem ich zusammen mal ein Video gemacht habe. Und wir stehen auch noch super in Kontakt und schreiben uns immer mal hin und her über all das Neue, was wir gefunden haben. Also. Ja, es gab auch mal negative Kommentare, die sogar beleidigend waren, aber das kostet mich 2 Klicks und dann ist das gelöscht. Ja, ich verstehe es nicht, wie es Leute gibt, die sich etwas darauf einbilden, dass sie in einem bestimmten Teil von Deutschland wohnen oder die denken, ich kriege mein Geld vom Staat geschenkt. Nein, ich gehe jeden Tag arbeiten und zwar von 7 bis 15:30 Uhr. Und bin Lehrausbilder bei der Bahn. Das macht auch eine Riesenfreude, aber dazu weiter nichts. Also, alle, die meine Videos gerne gucken, bleibt bitte dran. Wir machen ein kurzes Intro und dann geht's los. Und alle, die drauf aus sind, irgendeinen blöden Kommentar zu schreiben, irgendwas Beleidigendes, euch zwingt doch keiner hier zu bleiben. Raus mit euch. Guckt doch einfach die Videos nicht. Gut, also, wir gehen wieder unter Tage. Wir waren am Mittelmeer gewesen, in Montenegro und ich habe gewusst, dort soll es eine geheime U-Boot-Basis der Nazis gegeben haben. Wir haben gesucht und wir haben es gefunden. Ja, und wenn ihr jetzt überall in den Geschichtsbüchern sucht und guckt, ihr werdet nichts darüber finden. Aber in dem Video nehme ich euch mit rein. Kurzes Intro, dann geht's los. Ja, wir sind wieder unten am Meer. Wir mussten jetzt erstmal ein bisschen über den Berg drüber und haben einen ganz schmalen Pfad gefunden. Und ich denke, von der Richtung her wird es, dass wir den nächsten Bunker finden. Ich hatte schon ein paar Hinweise auf Stromleitung gehabt. Da stand 10 kV-Leitung. Also die Bunker brauchen ja auch unheimlich Strom zur Versorgung. Und das legt man ja nicht einfach so in der Erde, wo man nicht einen Grund dafür hat. Ja, Luke macht Spaß hier, Steine reinschmeißen ins Meer. Und mal sehen, hinter welchem Busch dann plötzlich dieser Eingang ist. Ja, ja, ja. Also ich spüre schon was. Ich spüre, dass wir ziemlich nahe sind. Ich lasse einfach mal laufen, wie wir durchs Gebüsch kriechen. Ja, also es ist ein fantastischer Ausblick hier überall. Ein wunderschönes Meer. So ein blaues Wasser, aber wir sind ja hier nicht zum Baden, sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Und wir haben es gefunden, tatsächlich. Hier ist der Eingang zum Bunker. Hier sind die U-Boote reingefahren. Und mir wird jetzt erstmal klar, wie schmal so ein U-Boot war. Das ist Wahnsinn. Wir können hier auf der Kaimauer langlaufen. Und jetzt geht's rein. Und ihr dürft dabei sein. Ist das Wahnsinn. Was für ein Betonklotz. Hier waren dann früher noch oben zur Tarnung
Eisenkonstruktion drüber gewesen, so dass man von und dann war so Imitat wie Felsen, dass das wie Felsen aussah, dass man das überhaupt nicht gesehen hat, die Einfahrt. Das ist ja Wahnsinn. Schmale Einfahrt, also ich kann gerade so hier laufen. Na? In der Mitte ist es ein bisschen breiter, weil wir haben ja oben die Brücke vom U-Boot. Hier. Der Turm musste hier durch. Und dann ging es hier rein. Also ich sehe hier einen Grund. Ein absolut blaues Wasser. Also lang war das U-Boot schon mal. Oh, hier geht's weiter. Das müssen wir nachher ergründen. Also machen wir mal hier einen Blick nach oben. Hier haben wir Abzug gehabt. Das wie ein Gebläse war. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben wir hier ein Stück am anderen einen Kanal nach oben, so im Schnitt aller 20 Meter, sag ich mal, 15, 20 Meter geht das dann hoch an die Decke in den Hauptkanal und der geht dann hier oben durch die Decke oben nach raus. Gut, klar, irgendwo musste auch die alte Luft raus. Und der Dieselmotor lief oder was weiß ich, keine Ahnung, was hier alles gemacht worden ist bei den U-Booten. Ob die auch repariert worden sind oder ob die nur neu betankt wurden. Die Stirnlampe braucht man, warum? Oh. Oh ja. Also mache ich mal Stopp, wir holen die Ausrüstung aus dem Rucksack und dann gucken wir mal, wo es hier reingeht. Stimmt's? Kleine Kamera, da freust du dich? Jetzt erklär mal den YouTubern, was hier drinne war in dem Wasser. U-Boote, genau. So, hier haben wir jetzt am Eingang von dem Seitengang ein riesiges Schiffstau liegen. Ja. Hier war bestimmt eine Schutztür aus Stahl. Aha. Guck mal, das ist doch klar hier. Hier waren Gasflaschen, das kenne ich noch. Nee, ist kein Klo. Hier für Schweißgeräte. Sauerstoff, Acetylen und sowas. Wollen wir erstmal den Gang machen? Was hier war, weiß ich nicht. Ah, hier. Irgendwelche Leitungen kommen hier aus der Wand. Ah, hier geht's nach oben. Guck dir das an hier, das ist eine Boje, eine kaputte. Pass auf, stößt dich nicht. Ja, Wahnsinn. Das geht bis hoch an der Oberfläche. Also hier Belüftungsschacht. 30 Meter vielleicht hier, geschätzte Höhe. Ein Betonschacht für die Belüftung. Und deshalb ja auch hier vorne die Rohre, die in die Wand gehen. Alles klar. So, wo geht's hin? Ach, das ist ein Ventilator. Wie ein Schredder sieht's aus. Ja, die Luft muss ja überall in die. Oh, was war denn das? Ach, muss. Überall verteilt werden im Bunker. Dazu war dieses Lüfterrad hier. Das geht noch. Meine Güte, aus dem Zweiten Weltkrieg hier und kaum Rost. Ich versuche es mal hier irgendwie anzuleuchten. Ich zeige euch das mal hier mit einem Finger.
Machen wir richtig Schwung. Ja, und da wurde dann die Frischluft überall in den Bunkern verteilt. Oh. Oh. Was haben wir hier? Kabel. Natürlich hat man viel Strom gebraucht. Und jede Menge Müll. Guck, hier ist die Liste. Wieder noch eine zweite. Ach, die war hier mit Riemen angetrieben. Und dann ging es hier weiter. Oh. Wollen wir weitergehen? Na los. Was? Die Mama haben wir vergessen, die ruft. Oh. Hier schallst du. Meine Güte. Ist das groß hier. Ah, hier ist die Halle. Da waren wir gerade drin. Jetzt haben wir hier hinten einen großen Kessel. Ich weiß es nicht. Ja. So, was ist denn das für ein Tank? Zwei Tanks. Naja, Treibstoff vielleicht. Weißt du? Weinballon. Oder Weinflaschen, Weinregal am selten. Das könnte Treibstofftanks gewesen sein. Oh, vorsichtig, hier wird es dünner, das Blech. Keine Ahnung, es sieht aus wie im Dampflokkessel, der Abrohrluft, also der Dampfrohre. Aber ob das dazu da war, keine Ahnung. Wahnsinn. So, erst du zurück und dann ich, wegen Gewicht. Nicht schlecht. Schöner, dicker Stahlbeton. So, jetzt können wir ja gleich links gehen. Da müssen wir nicht nochmal da durchkriechen. Ach, guck mal, da geht's raus. Da können wir ja eigentlich den Gang jetzt nehmen. Wie ein Labyrinth, ne? Mach mal mein Licht aus. Guck, jetzt ist hier die andere Seite von den Löchern. Ja, können wir schön nach unten gucken hier. Erstaunlich, wie die Steine hier reinkommen, ne? Ja. Weil eigentlich die Decke ist intakt. Wir konnten also noch so viel Bomben drauf schmeißen, hier war nichts kaputt gegangen. Eine alte Matratze, ob sie vielleicht auch Strom sparen. Wer weiß, wer weiß. Alte Bettmatratze. Ja, wir haben so auch ihren Müll abgeladen. Wisst ihr, den Eingang haben wir vorhin gesehen. So. Also hier konnte man mit den LKWs runterfahren, den Autos. Da sind wir ja gerade runtergekommen für die Versorgung. Und hier ist nochmal eine kleine Kaimauer für Versorgungsschiffe, die hier angelegt haben. So viel habe ich schon mal rausgekriegt. Und dann ging es hier rein, das Material in die Bunkeranlage. Also die Zugänge auf dem Landweg
Und jetzt gehen wir noch einmal rein in den U-Boot-Bunker und na, mal sehen. Also hier drüben haben wir noch irgendwelche Rohre rauskommen. Was immer da dran war. Aber von der Länge vom Bunker her, würde ich sagen, sind wir jetzt ungefähr an der Stelle, wo der Turm war, in der Mitte vom U-Boot. Es schallt hier schön, ha? Also rechts und links sind noch die Felswände, die haben sie ein bisschen mit Beton zugespritzt. Und oben drüber Stahlbetondecke. Hier sind wir vorhin rein. Das haben wir erkundet. Dann gucken wir mal weiter. Aber wir haben ja bestimmt 30 Meter Fels über uns. Das haben wir ja vorhin gesehen an der Höhe vom Belüftungsschacht, wo die Leiter hochging. So, jetzt kommt wieder was Spannendes. Was ist das Grüne hier? Für eine Säule. Irgendwas Elektrisches, denke ich. Ja, Stromversorgung. Hier war eine Sicherung gewesen. Schöne alte Schmelzsicherung. Hier oben kamen die dicken Kabel raus. Und dann wurde es verteilt, rechts und links, hier Anschlüsse fürs U-Boot wahrscheinlich, zur Stromversorgung. Ich mache mal ein bisschen heller, brauchen wir wieder eine Lampe. Spannend, spannend. Na, Luke, bist schon drüber auf der anderen Seite vom... So, hier hinten hängt noch eine Leiter. Ach, eine Laufkatze war hier oben. Hier war ein Kran, Luke. Tatsache, hier mit Kettenantrieb. Ja, na klar, Torpedos waren schwer. Die mussten ja irgendwie rinnen, das U-Boot. Und deshalb habe ich von vorher gar nicht gesehen. Hier oben läuft die Schiene lang von der Laufkatze über die gesamte Länge wahrscheinlich bis wieder vor. Also wer den Film Das Boot kennt, müsst ihr euch mal angucken, die Filmaufnahmen, wo die in dem U-Boot-Bunker sind. Das ist schön. Und jetzt stehe ich selber in so einem Bunker, das ist ergreifend. Ja, sowas. Hier oben überall noch Leitungen für Kanäle. Jetzt gehen wir mal hier wieder raus, nach vorne zum Eingang. So, und davon habe ich hier insgesamt 3 Stück ausgemacht von diesem Bunker. Und das ist jetzt der erste, also es geht dann noch weiter. Ja? Hier ist wieder was. Hier geht's runter. Da muss ich mal reingucken. Hier unten steht Wasser. Ach, die Keimauer hier ist hohl. Ja klar, hier brauchte man nicht Stahlbeton draus machen. Das ist ja hier bloß zum Langlaufen und Anlegen und Festmachen der U-Boote. Spannend, spannend. Da drüben waren wir vorhin drinnen hier. Ist hier noch was? Nee. Hast du was gefunden, Luke? Hier geht ein Seil nach oben. Mit einer Winde. Guck mal, das ist leider kaputt, das Seil. Hier war die Winde.
Dann geht das hoch an die Decke, Umlenkrolle. Ach, hier zum Belüftungsschacht. Und dann nach oben. Wahrscheinlich bei einem Bombenangriff konnte man oben eine Luke zumachen. Es wäre ja fatal, wenn ihr Zeug reinfällt. Alles klar. Ja, wir kriegen das schon raus, was das hier alles bedeutet. Ja, jetzt sind wir schon wieder ziemlich weit vorne von der ganzen Sache. Da drüben ist nochmal eine ziemlich große Nische mit einem seitlichen Landeingang, wo man Material lagern konnte. Jetzt nochmal gucken. Die Laufkatze, die ging nicht einmal bis zur Mitte vom U-Boot, nicht mal bis zum Turm. Nun weiß ich nicht, wo jetzt Torpedos, wo die aufgenommen worden sind, ins U-Boot rein. Jetzt geht's wieder raus. Ah, hier ist noch was Seitliches. Mal schauen. Also strategisch unheimlich wichtig hier am Mittelmeer, sage ich mal. Zumal diese Bucht hier absoluten Schutz von Meerseite her bietet. Und die Bucht ist so groß mit verwinkelten seitlichen Buchten. Tja, da sind wir wieder vorne. Traumhaft. Das ist ein Bunker. Und stachelig. Hier die Büsche. Sieht aus wie Wacholder hier. Oh, das stachelt. Muss aufpassen, Luke. Wegen Stacheln. Mal sehen. Oh, da vorne ist was. Guck mal. Das ist doch wieder eine Kaimauer. Auf jeden Fall auch mit so einem Böller, wo man das Schiff festmacht. Hier oben was? Was sagst du, Schatz? Geht's da weiter? Eine Sackgasse. Dann müssen wir hier unten weiter, denke ich. Gut. Hier, ich sehe es. Da vorne sind die Tornnetze. Das wird wohl hier schon der Eingang sein. Oh weia. Also der Pfad endet auch. Wir können aber hier unten lang. Ja, das wird wieder in Gekletter. Ja, echt? Ja, hier ist auch nicht schlecht. Mhm. Ja, das gefällt der Nöne wieder. Hier, guck mal, das ist eigentlich eine Kaimauer. Hier vorne. Jetzt, oh, und hier ist ein Schacht. Na, Wasser. Guck mal. Das ist auch schon mal ein wichtiger Hinweis. Und dann ging der mal hier auf dem Beton weiter. Das ist aber alles eingestürzt. Ach, jetzt kommt ihr im Boot reingefahren. Ja, ja, die Touristen, die kommen auch überall hin. Ja, ja. Soll ich vorne weg? Ja. Und dann hoch. Oh, die Kaimauer. Jawohl, hier ist er. Nicht, der ist sogar ein bisschen größer. Ha? Denkst du auch, dass der größer ist? Ja. Und das Interessante ist, guck mal hier drüben, diese mit den Netzen und den Steinen drauf. Wenn das Boot drinne war, hat man das nach innen geklappt. Da sind ja hier solche Scharniere. Hier. Und dann war das zu, der Eingang. Dann hat man den von oben nicht mehr gesehen. Wahnsinn. Na? Was das hier ist, weiß ich nicht. Das ist der Mechanismus hier für die Klappen.
hier. Und dann da oben auch noch mal. Ah, jetzt ist die Sonne wenigstens weg. Ich kenne Gegenlicht mehr. Wahnsinn. Naja, hier fahren sie jetzt auch mit Booten rein, ist klar. Eine Winde, eine Seilwinde. Ah, hier muss man aufpassen. Hier fehlen die Platten. Na, jetzt kann man sich so ungefähr vorstellen. Also der Bunker ist eine Idee breiter. Spannend. Oben alles mit Stahlbeton ausgegossen, aber nur im vorderen Bereich. Hinten ist der wahrscheinlich so dick, der Felsen so stabil, dass man das nicht mehr gebraucht hat. Und hier ist nun das Boot und kein Mensch drin. Wo sind die Menschen hin? Und das Boot ist auch kaputt. Die fahren wieder raus. Cool, absolut cool. Wir haben den zweiten Bunker gefunden. Ah, unsere Mama hier unter Luke, die haben was gefunden. Das sieht so aus, als suchen sie die Lampe. Da geht es wahrscheinlich rein. Was denn? Ist hier ein Stollen? Du Schande. Ich weiß nicht, wo es ist. Absolut dunkel. Warte, ich muss erstmal das Licht. Jetzt bin ich hier drüben auf der Seite. Hier war das Gitter, was wir vorhin gesehen haben. Und jetzt mal gucken hier. Ja, es geht nicht weit. Aber hier wieder mit Beton ausgespritzt. Ja. Spannend. Ja, und da drüben wollen wir vorhin gucken. Hier hängt sogar noch ein Seil dran. Wenn man sich überlegt, da drin hing nun mal ein U-Boot. Ne? Na, mal sehen. Ich gehe mal weiter nach vorne. Haben sie hier ein altes Boot abgestellt hier drin. Oh, das ist hier ein Traum. Guck mal, kommt ein Segelschiff vorbei. Hier der Kanal. Geht ein Rohr lang. Hier ist ein Abzweig. Hier. Auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Für die Versorgung vom U-Boot. Oh, wow, wow. Luke macht Krach. Oh, na, das ist eine Panzertür. Wahnsinn, wie dick die ist, ha? Lassen wir auf. Wir wollen ja auch wieder raus irgendwann. Na, mal schauen. Ja, aber der geht dann raus. Echt? Ja, wir haben schon geguckt. Ach, ihr habt schon geguckt, Sister. Mal schauen. Also es wird noch alles ein bisschen einfacher wie bei dem anderen Bunker. Auch vom Prinzip her ist es. Ja, durch den Schatten, ne? Hör mal, hier sind die Tarnnetze. Wisst ihr das? Und Styropor liegt hier drin. Das ist gar kein Beton oder Steine, das ist Styropor zur Tarnung. Ja, die Mauer versucht durchzukommen. Durchs Gestrüpp. Du bist durch. Ja, mal sehen, ob ich das schaffe. Also absolut getarnt. Ich muss auf die Knie. Ah.
help me. Mach mal ein Foto von mir. Ja, mach mal ein Foto. Oh Mann. Die Kanalratte kommt aus dem Loch gekrochen, aus dem Bunkerloch, aus dem getarnten. Natürlich, das Styropor sieht wirklich aus wie Fels. Ich bin durch. Boah. Papa, du hast gesagt, nach dem Bunker gehen wir baden. Ja, ja. Hier geht's wieder runter in den Schacht. Ja, mal sehen. Also hier geht es nicht weiter. Also eigentlich müssten wir wieder zurück. Ja? Gehen wir wieder zurück. Wir wollen ja noch Bunker Nummer 3 finden. So, hier geht's rein. Erst gehen wir baden. Ja. Aber wir müssen uns jetzt nichts noch angucken, was wir uns schon angeguckt haben. Wir gehen jetzt hier einfach. Mhm. Ja, hier, guck mal, eine Seilwinde, ob die sich noch dreht. Ja, die geht noch. Mach mal. Los, mit vereinten Kräften. Das dreht sich noch alles übers Getriebe. Da ist nichts fest. Und dann hat man hier oben, siehst du hier die Seilzüge? Um das Gitter zu bewegen und zuzumachen. Willst du vor mich? Warte, ich gehe hier rüber. So. Guck mal, da liegt was auf dem Grund. Siehst du das? Eine Autotür? Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ein Autoreifen, ja. Hast du schon recht. Weißt du, wo ich mit Jonas richtig in Dach gegangen bin? Mhm. Ja, ja. Ach, hier ist die Tür. Hier sind wir vorhin rein. Also haben wir schon jetzt Bunker Nummer 2 gefunden. Hier kommt wieder so ein Rohr raus. Wer weiß, wozu das war. Hier unten aus diesem Schacht. So, jetzt sind wir wieder hinten angekommen, weil auf der Seite geht der Weg nicht mehr weiter und wir müssen tatsächlich wieder zurück. Ja. So, wir sind hinten. Es ist schon wieder spannend. Wir sind auf dem Weg zum dritten U-Boot-Bunker. Mal sehen, mal sehen. Einen schmalen Weg haben wir wieder. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier natürlich traumhaft, ne? Schöne Boote. Wenn man natürlich hier mit dem Boot lang fährt, hat man die Chance, es besser zu finden. Da sieht man das besser von außen, die Einfahrten. Ah, hier, das sieht schon wieder aus wie eine Kaimauer. Das ist schon wieder mal ein gutes Zeichen. Und hey, hier sind wieder diese Tarnnetze. Upsala. Oh ja. Ich denke, wir sind am Eingang zum dritten Bunker. Na,
mach noch mal einen kurzen Schwenk hier. Traumhaft. Die Bucht von Kodor sind wir, um es mal zu verraten. Meine Zwehe sind schon wieder ganz schön schnell. Aha, aha. Muss ich mal kurz drüber springen. Oh, hier ist der Eingang. Nicht schlecht. Und hier die eine Seite ist zugeklappt. Da sehen wir das Styropor oben drauf auf den Netzen. Hier geht es jetzt rein. Oh, hier sind die Kanäle schon ganz schön kaputt. Also hier muss man vorsichtig balancieren. Uiuiui. Hier wieder die Seilwinden. Genau derselbe Raum. Also der erste Bunker war bis jetzt am besten ausgebaut, ne? Vorsicht, hier fehlen wieder Platten. Blub. Hier hinten wieder die Treppe. Okay, wir sind am Ende angekommen. Hier wieder die Klammern nach oben. Blick nach vorne. Ja, da kommt wieder ein kleines Boot reingefahren, ne? Moment. Ja, guck mal ringsherum. Hier sind kleine Fische drin, guck doch mal. Wenn ich hier reinleuchte, siehst du das? Nee. Ein Stück tiefer. Ist du? Ich muss die anleuchten. Ja. Ist du? Schön. Na, mal schauen. Jetzt gehen wir hier vorne wieder vor. Und gucken mal noch in den Seitenstollen. Aha. Hier ist auch wieder so eine Nische. Hört auch auf. Ah, jetzt fährt hier dieses große Schiff direkt vor den Eingang. Schön. So, gleich bin ich wieder vorne. Ach, mal schauen, jetzt kommt ja noch hier diese Panzertür, die Stahltür, da müssen wir noch mal rein. Ja. Na, mal schauen. Da wird doch jetzt nichts mehr spannend sein. Hier wieder die Tür. Nächster Raum und hier wieder eine Panzertür. Da ist wieder was zum Durchkriechen. Die Tür ist abgesprengt hier. Ach, jetzt muss man wieder durchkriechen. So, ich kriech mal doch durch. Ich denke, das ist ja alles zugewachsen hier. Aber gut getarnt. Absolut getarnt. Ja.
Jetzt geht's noch mal hier vor zum Eingang. So, jetzt sind wir wieder vorne. Ach, blendet die Sonne rein, aber man sieht's. Da ist unser U-Boot-Bunker. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen, unser kleiner Ausflug hier in die ganzen U-Boot-Bunker am Mittelmeer. Und dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren von der Kanalratte. Dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer.